Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind mehr oder weniger auf dem Weg zur Beantown Brauerei. Aber die haben wir sogar schon auf der Karte. Von dem her könnten wir direkt dahin laufen. Wird aber noch ganz gern einen kurzen Abstecher nach Sanctuary machen. Denn seit Anfang an rennen wir hier mit dieser Impro-Pistole rum. Die ist zwar schon geil, vor allem die jetzt mit dem Giftschaden. Aber ich würde auch nochmal gern die 10mm Knarre ein bisschen pimpen. Ein bisschen ausbauen. Mal schauen, was man da so drauf klatschen kann. Und euch auch was zeigen, was ich vorletzte Folge, als ich mein Inventar ein bisschen sauber gemacht habe in Sanctuary, entdeckt habe. Und das ist wirklich absolut genial. Zum ersten Mal könnten wir mal gucken. Ne. Ich habe gar keinen Schrott dabei. Ein einfaches Leben ist das nicht. Scheint wirklich was zu werden. Es ist kein einfaches Leben hier. Ich weiß. Wir sind in der Postapokalypse, ja. Das klingt logisch, dass das nicht ganz einfach ist. Aber zuerst ernten wir mal ganz schnell. Denn es hat damit zu tun auch. Mit Pflanzen ansehen, Pflanzen ernten. Und wie man das Ganze eigentlich verwerten oder gebrauchen kann, die Pflanzen. Die kann man zwar so auch verhökern für ein paar Deckel, aber ich habe einen weit besseren Verwendungszweck dafür gefunden. Okay, da kann ich nicht aufnehmen. Ja, macht jetzt nichts. So, hier noch ein bisschen den Klingenkorn hier. Könnten wir auch eigentlich gleich ein bisschen was anpflanzen. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, machen wir doch. Wie Energie 5. Ach so, ich habe hier drüben das Ding ausgeschalten. Passt aber eigentlich. Höchstwahrscheinlich muss ich den einfach nicht ohne Energie. So anschalten, ausschalten, genau. Denn ich möchte gerade nicht, dass weitere Leute hier kommen. Zack, schon haben wir wieder genau richtig Energie. Passt doch. Ressourcen, Essen. Ich möchte gerne noch ein paar von diesen Mutterbeerenbäumen aufstellen. Denn ich finde die ziemlich cool eigentlich. Und auch so ein kleines Karottenfeld. Könnte man hier eigentlich machen. Schön die Karotten hier. Doch nice. Sehr nice. Genau, und dann können wir eigentlich auch noch ein bisschen Klingenkorn, aber ich nehme mal den kleinen, der nimmt nicht so viel Platz weg wie der große. Könnten wir auch noch ein bisschen was anpflanzen, und zwar hier hinten ist doch schön. Ein bisschen Abstand, genau. Perfekt. Ist auch vollkommen egal, dass da jetzt quasi keine Leute das bewirtschaften. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich das ernten kann. Außerdem, die Leute suchen sich selber ihre Arbeit. Aber hier, es ging um die Kochstation und hier kann man bei Verwertbares kann man Gemüsestärke herstellen. Braucht man ein Wasser, drei Mais, drei Mutterbeeren, drei Tattoos. Und ich zeige euch jetzt gleich, was diese Gemüsestärke, was das bewirkt. Und das ist wirklich genial. Ah, wo ist Gemüsestärke hier? Das gibt 5 Kleber. 5 fucking Kleber. Und das ist wirklich absolut genial. Also, baut an. Baut Klingenkorn, ich mal Mais. Ach, was weiß ich, schaut nochmal nach. Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr. Baut das Zeug an, Tattoos, Karotten waren es, glaube ich. Und diese Mutterbeeren und ein bisschen Wasser eben dazu. Und dann könnt ihr euch da richtig schön Stuff herstellen mit dem Kleber. Nudelschalen kann man auch kochen. Braucht man aber dreckiges Wasser dazu, ist sehr freaky.
Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach 5 Kleber aus so ein bisschen Gemüse raus. Gigantisch. Genau, ich wollte aber hier mal ein bisschen meinen Little Man ausbauen. Denn ich habe, man sieht es hier rechts, Stuff ohne Ende. Und das ist auch wieder nur, weil ich jeden Schrott mitnehme. Man hat wirklich was davon. Okay, 24 Schaden haben wir. 29 Schaden. Schade, das sieht doch schon mal besser aus. Ah, hier unten brauchen wir noch Waffenfreaken-Level. Das wäre genial. Der fette Verschluss drauf kann ich leider noch nicht. Deswegen mache ich einfach mal den mächtigen Verschluss drauf. Ich habe das Zeug von dem her. Genau, hier zum Beispiel Gemüsestärke. Eine Gemüsestärke reicht mir jetzt schon, um hier die Waffe zu verbessern. So, Stecher. Nee. Kein Stecherabzug. Verlängerten Lauf. Ah, verlängerter leichter Lauf. Klar, passen auch drauf. Wir haben das Zeug. Vom Vorgriff, wir machen uns noch einen netten Scharfschützengriff drauf. Gibt mehr Präzision, weniger Gewicht. Magazin. Ein Schnelllademagazin. Schnell oder großes Nachlademagazin? Ah, eher ein kleines. Klein, aber dafür schnell. Leuchtvisier hätten wir drauf. Ein Reflexvisier. Ja, ich hätte gerne Reflexvisier. Mit Kreis. Ja. Mündungsbremse machen wir einen Kompensator drauf. Präzision nach oben, Reichweite nach unten. Nee, dann lassen wir es. Reichweite ist mir eigentlich immer ein bisschen wichtiger als 2 Punkte Präzision gegen 12 Punkte Reichweite. Vergiss es. Und Gewicht wird auch mehr werden. Nee. Das Ding lassen wir so mal. Schauen aber, ob wir hier noch was drauf machen können. Mündungsbremse. Präzision nach oben, auch wieder das mit der Reichweite. Ne, lassen wir mal. Fernrohr passt, Magazin. Ein großes Schnelllademagazin. Hört sich sehr gut an. Scharfschützengriff passt, der verlängerte Lauf. Ja, passt auf jeden Fall auch. Mächtigen Verschluss, haben wir da noch was Besseres? Ja, nee, nicht wirklich. Erst vielleicht wieder der kalibrierte mächtige Verschluss. Nee, passt soweit. Machete, können wir da irgendwas machen? Ja, dabei brauchen wir Schmied. Kampfmesser, können wir auch nichts machen. Shooter, mächtigen Verschluss, kurzer Lauf. Passt eigentlich auch alles, oder kann ich hier noch? Verlängerten Lauf. Verlängerten leichten Lauf. Ja, klatschen wir auch mal drauf. Standardmagazin, machen wir auch ein großes Schnelllademagazin. Und man sieht, zack, zack, sind hier 20, 25 Kleber draußen. Und man hat nicht viel gemacht. So, perfekt. Wir haben schon einen Haufen Zeit vertrödelt. Macht aber gar nichts. Ich werde mich ganz kurz hier aufs Ohr legen. Eine Stunde. Dann sind wir nämlich geheilt und gut ausgeruht. Eine Stunde reicht dann nämlich, glaube ich, schon. Zack. Gut ausgeruht und geheilt. Perfekt. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Ja, das ist sehr schön. Mich freut es wirklich, dass ich die dabei habe. Gut, und dann geht's ab zur Beantown Brauerei. Mal ein bisschen Massaker. Bin ich mal gespannt, wie sich der Trevis im Kampf so schlägt. Eigentlich ist es ja voll der Lappen, aber langsam wachsen ihm so ein bisschen die Eier. So, da ist er schon. Das ist die Brauerei. Da sind wir schon mal vorbei, genau. Und ich wäre, wie gesagt, wäre ich mal
hier meine 10 mm ein bisschen hernehmen. Oh, die sieht so cool aus, aber die bräuchten noch, was ich richtig geil finde, wenn die so richtig fette Panzer haben. Alles klar. Gott sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Wir, uns passiert doch nichts, oder? Nee, was definitiv passiert uns was. Nee, bleib ruhig. Behalt einfach einen kühlen Kopf, okay? Denk nicht zu viel drüber nach. Okay, ja, klar, sicher. Dann kommen wir alle hier heil raus. Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich hab sowas noch nie gemacht. Genau, bleib ruhig. Bleib einfach ruhig. Dreh da drin nicht durch. Okay, ruhig bleiben. Das kann ich. Okay, können wir jetzt da rein, bevor ich völlig die Nerven verliere? Der ist ja jetzt schon fertig. Hier mit seiner Spielzeugpistole. Okay, speichern wir mal und dann gucken wir mal rein. Mehr als sterben können wir nicht. Wissen wir ja, leider. Kann ziemlich schnell gehen unter Umständen. Aber diesmal haben wir Piper dabei und den Kerl hier. Weil ich brauche aber zuerst, brauche ich meine Sniper. Schon wieder so ein verfickter Affe. Alter. Oh. Wo? Da ist nichts mehr. Wir sind hier nicht allein, Blue. Nicht in die Schusslinie laufen. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir speichern gleich mal. Das war ein ziemlich guter Start irgendwie. Ihr krabbelt's doch hoch. Nee, nicht der. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Lass mal den mal krabbeln. Erstmal hier. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Ja, ja, da komme ich schon nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall. Kommen wir gleich mal hier ins Terminal rein. Info zur Brauereiführung. Führungen finden halbstündlich statt und dauern 5-6 Minuten. Gäste haben von unserem erhöhten Steg einen Blick aus der Vogelperspektive auf die Brauerei. Die Brauerei haftet nicht für Gäste, die vom Steg fallen. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Geländer angebracht. Ja, klingt vernünftig. Führungen erhalten einen Rabatt von $5 für den Souvenirshop und enden mit einer kostenlosen Bierprobe auf dem Parkplatz. Die Temperatur der kostenlosen Probe kann nicht garantiert werden. Ja, oh, ich weiß, dass du hier bist. Hört sich doch nett an. Ach, da ist ein Kochtopf. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ach, lass mich. Ich bin kein Feigling, ich bin taktisch klug. Ja, Alter, die haben sich ja eigentlich nur volllaufen lassen. Nichts. Es ist manchmal ein bisschen freakig, dass man die Stimmen komplett durch Mauern durchhört, aber ist zu vernachlässigen, finde ich. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Ja, genau, nur ein Geräusch. Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Ist schick, gell? Das sind noch mehr von den Viechern. So, jetzt aber Ruhe. Bowlingkugel. Klassiker.
Ja, klar, es kommt ja nichts im Radio, wenn der Moderator hier mit mir unterwegs ist. Okay. Die haben hier wirklich nur gesoffen. So, wir speichern nochmal. Okay, da oben ist einer. Und da hinten. Wie wär's mit Schleichen, Leute? Oh oh, jetzt geht's gleich los. Dumme Nuss. So eine dumme Nuss. Da hast du noch zwei. Hast du das gehört? Warst du das? Au, 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 au. Shotgun böse. Na, Schnelllademagazin geht schon relativ flott. Tom der Turm. Ganz böser Fehler. Ah, von dem haben wir doch schon gehört, oder? Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Wir haben schon von Tom den Turm gehört. Ah, gibt's hier einen Haufen Stuff, Stuff, Stuff. Ne, Tom der Turm, von dem haben wir schon gelesen. Und zwar bei... War das nicht hier bei... Bei dieser Red? Ja, Greaser, Jacke und Jeans, sehr geil. Ja, ich habe zwei Packesel dabei. Na, einen. Waren das jetzt alle hier? Erstmal wird durchsucht. Dann suchen wir den Vadim hinterher. Use your head, wear a hard hat. Ja, logisch. Auf der Baustelle hör mit Trachen. Da oben ist nichts mehr. Guck mir hier unten nochmal kurz durch. Haufen Flaschen. Das bringt einen Haufen Glas für meine Siedlungen. Weiß zwar nicht, ob ich das alles brauchen kann, aber why not? Da wäre jetzt genial, wenn man den Kompagnons sagen könnte, hey, einmal alles aufsammeln, was hier irgendwo in der Gegend rumliegt. Blumen? Ganz nee. Schöner Aufwand, nur um Leute abzufüllen. Ja, klar. Ist heutzutage nicht anders. Laborstation, okay. Und wieder habe ich meine 10mm nicht hergenommen. Oh, das ist doch... Ist doch übel. Ja. Hey. Was gibt's denn zu tun? Klar, schau's dir an. Zeug schleppen, Fräulein. Aus 67 Flaschen waren das gerade. Nicht schlecht. Ich glaube, wir haben eine neue Grenze des Üblen entdeckt. Unten sind auch noch Fläschchen versteckt. Das gute Lagerbier. Ja, sieht gut aus. Hier sind wir, glaube ich, fertig. Gucken wir hier noch mal ein bisschen. Dumpidumpumpumpumpum.
Oh, hier war eine Falle, aber ohne Waffe. Und hier gibt's einen Aufzug. Tja, fahren wir mal Aufzug. Dum bam bam bam. Fehlt nur noch die Fahrstuhlmusik. Ach, hier. Oh, Vadim. Ach, hier kann man direkt von hinten rein. Das ist ja nett. Aber ich glaube, der Vadim, der hält noch hier ein bisschen aus, bis ich alles durchsucht habe. Na, hier ist zum Beispiel nichts. Hier ist auch nichts. Okay, und hier sind wir wieder. Hier sind wir schon wieder auf dem Weg nach unten. Oder passt der Weg? Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Aha, hahaha, haben wir es schon wieder. Eine leere Holzkiste. Cool. Hier noch irgendwas, ein Schnapsglas, Glasschale. Dann können wir mal rauf hier, Tom den Turm noch looten und dann schauen wir mal, wie es unserem guten Kumpel, dem Vadim, geht. Da ist doch noch was. Überraschung. Sonst verkommt das alles ja nur. Alter. Ich liebe Watz. Holy moly. Also, es gibt immer noch was. Raider-Rüstung. Ja, das ganze Standardzeug. Hundefutter unten, Löffel. Oh, Klebeband. Ich liebe es. Kann man wieder ein bisschen Stuff craften. Schädel. Ja, klar. Nehmen wir auch noch mit. Chat. Haben wir hier eine Tür für den Lagerraum. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja. Piper bewundert mich. Ach, das gefällt dir hier wieder. Ah, okay, das ist hier oben. Wo die Red-Kakerlaken ihr Unwesen treiben. Terminal. Werden wir gleich mal reinschauen. So, mehr gibt's hier gar nicht. Ein bisschen unbefriedigend. Okay, schauen wir kurz mal ins Terminal rein. Daten für die Q1. Daten beschädigt. Daten für die Q2 beschädigt. Daten für die Q3 beschädigt. Prognose für Quartal 4. Die Kapitalausgaben für das ganze Jahr werden jetzt schätzungsweise höher als die im Vorjahr. Dank Budgetkürzungen und einer reduzierten Qualitätskontrolle des Produkts sowie einer Erhöhung des Verhältnisses von Wasser zu Stammwürze. Die Markenführung hat außerdem erhöhtes Marketing von Bunker Hill Brew bei niedrigeren Einkommensstufen angekündigt, die bekanntermaßen mehr verfügbares Einkommen für Bier und Malzgetränke ausgeben. Das Bruttoergebnis wird 2078 voraussichtlich noch einen guten Teil steigen. Ja, ist geil, die bescheißen hier ihre Leute. Und ich würde hier gerne raus. Ah, jetzt. Hat gerade etwas gesponnen. Was hast du da versteckt? Ich wollte was rausholen. Schade, ich dachte mir, hier wäre irgendwie eine Kiste oder irgendwas. Naja. Man kann nicht immer irgendwelches tolles Zeug finden. Ja, dann gehen wir mal zurück zu unserem... zu unserem lieben Vadim. Ach, hier tropft's Wasser raus. Ich dachte mir gerade, sind da jetzt wieder Kakerlaken?
So, was hat unser Tom der Tom dabei? Kampfgewehr und eine Stachelrüstung. Ja, okay, was haben wir hier noch? Tischfenty. Schere. Gwyneth Braurezept. Und ein Terminal von Tom den Tom. Passwortsuche. Meal. Schön. Jawohl. Essen. Probleme. Die Crew wird langsam nervös, haben zwar noch jede Menge Bier, aber das Essen wird langsam knapp. Habe Sparta und ihre Crew aus dem TSL losgeschickt, um was zu finden. Aber wenn wir nicht bald was Essbares auftreiben, werden die Jungs abhauen. Die staatliche Vorratslager wäre die beste Lösung, aber die Eltern von Lily und Red to Red haben den Schlampen wohl nie beigebracht, dass man seine Sachen mit anderen teilt. Wenn wir nichts von Sparta hören, werden wir bald einen Angriff wagen müssen. Hab Scheiße gebaut. Wir haben versucht, das Lager zu stürmen, aber Lily, Red und ihre Crew haben sich da wie Zecken festgesetzt, haben die Hälfte meiner Männer erledigt, bevor wir abhauen konnten. Drake und Hook konnten immerhin ein paar Geiseln nehmen, vielleicht können wir sie gegen ein paar fancy Let's-Kuchen eintauschen. Immerhin brauchen wir jetzt nicht mehr so viel Essen. Boah. Jackpot. Lily, scheiße, das ist Lily. Die Schlampe würde ich überall wiedererkennen. Drake hat die Geiseln vom Überfall in mein Zimmer gebracht und als ich Lily gesehen habe, wusste ich, dass alles gut wird. Jetzt wird Red einen Deal mit uns eingehen müssen. Es sei denn, sie hätte ihre Schwester gerne in kleinen Stücken zurück. So viel Essen. Ich habe noch nie so viel Essen gesehen. Als ich ihr gesagt habe, dass wir ihre Schwester haben, dachte Red, ich verarsche sie nur. Aber ein Brief von der kleinen Schwester brachte da schnell Klarheit. Jetzt kommen massenweise Kisten an und Rekruten. Wenn das so weitergeht, können wir uns dieses Jahr noch Corvega oder DB Tech vornehmen. Scheiße. Scheiße, wie konnte sie entkommen? Ich hab die Schlampe am Boden festgekettet. War noch halb am Schlafen, als sie mich angegriffen hat. Dachte, ich würde auf ihr Bein zielen. Scheiße, jetzt ist überall Blut. Ich muss das hier sauber machen und die Leiche irgendwo deponieren. Das darf keiner wissen. Wenn Red erfährt, dass ihre Schwester tot ist, wird sie uns einen Scheißdreck geben. Oh. Ja. Problem gelöst. Heute ging ein Gericht über eine fette Karawane rum. Die ganze Crew ist los, um sie sich zu schnappen. Nur ist sie leider nie aufgetaucht, weil es sie gar nicht gibt. Während alle unterwegs waren, habe ich Lily in einem der Fässer deponiert. Ich glaube sogar, dass sie den Geschmack verbessert hat. Damit wäre schon mal ein Problem gelöst. Aber die Gang ist tot, falls wir nicht weiter Lebensmittel geliefert bekommen. Und das heißt, Lillys Briefe müssen weiter rausgehen. Ich sollte mich wohl mal nach Stiften umsehen. Jemand hat Red und ihre ganze verdammte Crew ausgeknipst. Ich werde ein paar Leute losschicken, um sicherzugehen, dass wer auch immer den Laden gesäubert hat, sich dort jetzt nicht eingenistet. Ja. Dann können wir das Lager plündern. Hoffentlich haben die nicht zu viel mitgehen lassen. Ich habe alles mitgehen lassen. Corvega. Scheinbar hat jemand Jared ausgeschaltet. Ich habe den chemsüchtigen Bastard zwar gehasst, aber er war echt kein Waschlappen. Wir brauchen mehr Knarren. Ja, es hat euch nichts geholfen. Tja, genial. Hallo, Vadim. Entschuldigung. Danke. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Tja, gerne doch. Schön, Vadim. Wir hätten dich doch nicht diesen Typen überlassen. Du bist ein guter Mann. Diese Idioten haben Kornkorken und Camps einfach rumliegen lassen. Sie haben es nicht gemerkt, als ich mir die Taschen vollgepackt habe. Hier, das Zeug hast du dir verdient. Wie geil ist denn das? Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Hey, Vadim. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Ja, wirklich gut gemacht. Voller Überraschungen, mein Freund. Tja, Entschuldigung. Super. Mann, was für ein Tag, was? Hey, ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das hier war... Nun ja, es war völlig verrückt. Aber ich glaube, ich habe einiges dazugelernt. Ja, gut zu hören, ja. Du hast alles ganz gut überstanden, Travis. Das freut mich für dich. Danke. Ganz gut überstanden? Ich erkenne dich kaum wieder, Travis. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, vor denen ich früher so viel Angst hatte, dann wirkt das jetzt irgendwie albern. Verstehst du? Ich hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch. Wie dem auch sei. Danke nochmal.
Ich schulde dir was. Tja, danke dir. Yeah, level up. Aber erstmal gibt's Zeug für meine nette Piper. Schon können wir wieder ein bisschen was mitnehmen, oder? Kleidung. Alter, die ist ja ein Packesel. Aber jetzt ist sie voll. Du hast keine Probleme damit, Ärger zu finden, oder? Das kann sein. Hey, ich bewerte das gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Das ist aber geil, dann habe ich einen Schlüssel für die Piper Suite. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. Oh yeah. Das machen Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Flirten, das können wir jetzt noch vergessen. Okay, ja, ich sag einfach mal, ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin auch froh, dass du hier bist, Piper. Danke, Blue. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Also, willst du hier verschwinden? Ja, aber jetzt gibt's erstmal Level Up! Und was nehmen wir denn da? Ah, jetzt könnte ich schon Waffen und so zerlegen. Oder beziehungsweise bessere Waffen und so machen. Aber was mir jetzt wichtig ist, auch hier lokale Anführer brauche ich, um Versorgungsrouten zwischen meinen Siedlungen einzurichten. Und als nächstes kann ich dann Läden und Arbeitsstationen errichten. Irgendwann später. Aber das wäre mir wichtig und außerdem eben auch Charisma, dass ich da endlich mal höher komme, denn immer bei den Dialogen Probleme zu haben, die Leute zu überreden, das ist wirklich schlimm. Und von dem her nehme ich jetzt erstmal Charisma. Genau, wir sind erst Level 13. Da ist noch ordentlich was nach oben offen. Gut, und dann gucken wir. Ich habe nämlich die Vermutung, dass ich irgendwas unten noch nicht angeschaut habe. Ne, da war ich schon drin. Ne, dann habe ich wirklich alles. Oder was ist hier hinten in dieser Ecke? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Doch, da waren wir auch schon. Da ist der Aufzug. Ah, okay. Dann gehe ich aber hier hinten das Tor gleich mal raus. Und... ah, können wir noch mal ein Tor aufmachen. Sehr geil. Klack, klack. Gibt's wieder ein bisschen Erfahrung. Und als... ja, das ist geil, da freut sie sich. Also, ich finde die als Begleitung wirklich genial. Bis auf das, dass ich nicht mag, wenn ich in irgendwelche Häuser einsteige, aber... naja, das ist halt wieder was anderes. Okay, wir speichern erstmal. Nächstes Mal, was machen wir denn da Schönes? Volt 81, nee, den mache ich erst noch. Wobei, die Fusionskerne habe ich jetzt Gott sei Dank genügend. Werden wir uns noch irgendwas raussuchen? Was haben wir hier noch? Combat Zone. Endlich mal der Oma das Chat geben, das könnten wir mal machen. Den Farn, den werden wir irgendwann mal finden, ist mir jetzt erstmal egal. Dann könnten wir eigentlich hier mit der Hauptstory ein bisschen weitermachen. Könnten wir hier mal in die Detektei Valentine gehen und mal nachschauen, was da los ist. Cool, da ist doch 100 Pro wieder irgendwo was versteckt, oder? Leider nein. Nee, okay, nächstes Mal machen wir weiter mit Hauptstory. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was unten rein. Meinung, Wünsche, Äußerungen, alles. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal von Fallout 4.
Ciao, macht's gut.